Peru. Covid-19-Opferzahl mehr als doppelt so hoch wie bisher bekannt. Die Stadt Tulsa im US-Bundesstaat Oklahoma erinnert an das Massaker vor 100 Jahren. Machtkampf in der FPÖ. Parteivorsitzender Hofer wirft nach dreiwöchigem Reha-Aufenthalt das Handtuch. In Peru sind mehr als doppelt so viele Menschen an Covid-19 gestorben, wie bisher von den Behörden bekannt gegeben worden ist. Ministerpräsidentin Violeta Bermúdez teilte mit, die Opferzahl betrage nicht rund 69.000, sondern knapp 181.000. Laut einer Untersuchung tauchten in den amtlichen Verzeichnissen bislang nur solche Verstorbenen als Covid-19-Tote auf, bei denen zuvor mittels eines Tests eine Ansteckung festgestellt worden war. Fortan wird in Peru ebenfalls als Covid-19-Opfer eingestuft, wer laut Befund wahrscheinlich an der Atemwegserkrankung starb. Durch die Heraufsetzung der Opferzahlen ist Peru jetzt das Land mit der weltweit höchsten Sterblichkeitsrate im Verhältnis zur Bevölkerungszahl. Es hat weder eine Nachzählung durch den Staat gegeben, noch war das Gesundheitsministerium ehrlich. Es hätte die Zahlen eigentlich öffentlich machen müssen, damit die Menschen wissen, was geschieht. Mit einer so niedrigen Zahl fühlten sich die Leute ziemlich sicher und haben in einigen Fällen nicht die entsprechenden Maßnahmen ergriffen. In Venezuela ist die Lage ebenfalls weiterhin sehr angespannt. Hilfsorganisationen werfen den Behörden des Landes vor, die Zahl der Opfer und Ansteckungen zu gering anzusetzen. Amtlichen Angaben nach sind es in Venezuela 2.600 Covid-19-Tote und 234.000 Ansteckungen. Die Regierung gab bekannt, man erwarte im Rahmen des Impfprogramms COVAX 5 Millionen Dosen, wolle aber nicht das Mittel von AstraZeneca erhalten. Das sind viele Menschen, sagt diese Venezolanerin über die Warteschlangen vor den Impfstellen. Die Leute sind erschöpft. Das kann so nicht weitergehen, betont sie. Bis Dezember will Venezuela 22 Millionen Menschen geimpft haben. Das wäre rund 73% der Bevölkerung. In Argentinien werden die Auswirkungen der Pandemie noch durch eine angespannte Wirtschaftslage verstärkt. Laut Nationalem Statistikamt leben 42% der Menschen in Argentinien in Armut. Das sind rund 12 Millionen. Allein in der Hauptstadt Buenos Aires gibt es 7000 Obdachlose, die auf die Versorgung durch Wohlfahrtsvereine angewiesen sind. Es gibt eine Kluft zwischen denen, die viel haben, und denen von uns, die nichts haben. Diese Kluft wird immer spürbarer. In Argentinien sind zuletzt 2,1 Millionen Impfdosen von AstraZeneca eingetroffen. Es handelte sich dabei um die weltweit größte Impfstoff-Einzellieferung. Die Weltgesundheitsorganisation hat die Varianten des Coronavirus umbenannt. Durch die Bezeichnung mit griechischen Buchstaben will man gegen Diskriminierung im Umgang mit der Pandemie vorgehen. Laut WHO soll vermieden werden, dass Länder oder Regionen mit bestimmten Virusvarianten in Verbindung gebracht werden. Menschen, die dort leben oder von dort kommen, sollten so nicht diskriminiert werden, hieß es. Die britische Variante B1.1.6.7 heißt jetzt Alpha. Die aus Südafrika stammende B1.3.5.1 soll Beta genannt werden. Die bislang sogenannte indische Variante bekommt den Namen Delta und die in Brasilien zuerst nachgewiesene Variante P1 die Bezeichnung Gamma. Alle genannten Mutanten wurden von der WHO als besorgniserregend eingestuft. Viele weitere Varianten des Coronavirus werden derzeit von der internationalen Forschergemeinschaft beobachtet. Die Weltgesundheitsorganisation erklärte, die neuen Namen seien einfach, leicht auszusprechen und zu behalten. Die Europäische Staatsanwaltschaft in Luxemburg hat ihre Arbeit aufgenommen. Ein bedeutender Schritt im Kampf gegen Korruption und Betrug in der EU.
An der Spitze der neuen Behörde steht die ehemalige Antikorruptionsstaatsanwältin Rumäniens, Laura Codruta-Kövesi. Ihr Mandat, die Ermittlung und Verfolgung grenzübergreifender Verbrechen der Großkriminalität in den teilnehmenden Mitgliedstaaten unabhängig von den nationalen Behörden. Wir haben heute die ersten Fälle registriert. Sie kommen aus Deutschland und aus Italien. Die delegierten europäischen Staatsanwälte setzen nun ihre Ermittlungen dort fort. Wir sind also jetzt in der Lage, zu Verbrechen zu ermitteln, die in unsere Kompetenz fallen. Allerdings ist die Behörde noch nicht vollständig. Die euroskeptische Regierung Sloweniens unter Ministerpräsident Janša weigert sich bisher, einen Staatsanwalt zu delegieren. Ein klarer Fall von mangelnder Zusammenarbeit und ein Eigentor, meint die Chefin. Es ist uns bewusst, dass wir nicht alle Fälle übernehmen können, die aus Slowenien auf uns zukommen. Damit bringt die slowenische Regierung uns in eine schwierige Lage, denn wir werden den Grad an Schutz vor Korruption nicht erhöhen können. Im Gegenteil, er wird sinken. Die EU-SDA ist im Falle Sloweniens gehandicapt. Fünf EU-Mitgliedstaaten, Ungarn, Irland, Polen, Schweden und Dänemark, haben sich gegen eine Teilnahme an der Behörde entschieden. Die EU-Kommission drängt bei den fünf auf ein Umdenken, zumal in den kommenden Jahren fast 2 Billionen Euro an Investitionen zum Wiederaufbau der europäischen Wirtschaft fließen werden. Dazu der EU-Justizkommissar. Wenn mehr Geld schneller und mit mehr Flexibilität verteilt wird, steigt natürlich das Risiko von Korruption und Betrug. Da ist es schon sehr wichtig, den EU-Haushalt, finanziert vom Steuerzahler, entsprechend zu schützen. Das sollten die fünf einsehen. Die Europäische Staatsanwaltschaft erwartet, in den nächsten Jahren in mindestens 3.000 Fällen tätig zu werden. In der US-amerikanischen Stadt Tulsa wird des gleichnamigen Massakers vor 100 Jahren gedacht. An der Zeremonie nimmt auch US-Präsident Joe Biden teil. Der Präsident hat den Kampf gegen den Rassismus in den USA zu einem der zentralen Anliegen seiner Präsidentschaft erklärt. Das Blut findet keine Ruhe. Man kann das Blut nicht verdecken, indem man versucht, eine Touristenveranstaltung aus einer Tragödie zu machen. Man kann das Blut nicht verdecken und von Versöhnung sprechen, wenn es nie Versöhnung gab. Tulsa war eine von vielen Bluttaten. Am 31. Mai und 1. Juni 1921 hatten Mobs weißer Angreifer in Tulsa unzählige von Schwarzen betriebene Unternehmen zerstört. Hunderte Afroamerikaner wurden getötet, ebenso viele verletzt. Nach dem Pogrom wurden die Verantwortlichen lange nicht zur Rechenschaft gezogen. Die Aufarbeitung begann erst Jahrzehnte später. Norbert Hofer hat seinen Rücktritt als Bundesparteiobmann der rechtspopulistischen FPÖ erklärt. Hintergrund ist laut österreichischen Medienberichten ein schon länger schwelender Machtkampf zwischen ihm und Club-Obmann Herbert Kickel. Hofers Rückzug gestaltete sich holprig. Ein von ihm veröffentlichter Tweet zu seinem Rücktritt verschwand zunächst. Wenige Minuten darauf bestätigte Hofer dann doch sein Aus. In der Ursprungsnachricht hieß es, der erste Tag nach der Reha sei der erste Tag nach der Tagespolitik und er lege seine Funktion als Bundesobmann zurück und wünsche seinem Nachfolger alles Gute. Auf die Frage, ob die Entscheidung mit Fraktionschef Herbert Kickel zusammenhänge, erklärte Hofer gegenüber österreichischen Medien, ja, natürlich, er wolle sich nicht jeden Tag ausrichten lassen, dass er fehl am Platz sei. Kickel und Huber hatten offenbar seit Wochen einen internen Streit um die Position des FPÖ-Spitzenkandidaten für den Fall einer Neuwahl geführt. Karl-Heinz Rummenigge tritt vorzeitig von seinem Amt als Vorstandsvorsitzender des FC Bayern München zurück. Er wird seine Arbeit am 30. Juni beenden. Sein noch bis zum Jahresende geltender Vertrag wird aufgelöst. Rummenigge sagte, es sei der so wörtlich strategisch sinnvollste und logische Zeitpunkt, seine Arbeit zum Abschluss des Geschäftsjahres zu beenden. Der 65-Jährige war seit 2002 Vorstandsvorsitzender der FC Bayern München AG. Sein Abschied steht seit langem fest, ebenso dass Oliver Kahn seine Nachfolge antritt. Der frühere Torwart ist bereits seit Januar 2020 Vorstandsmitglied.
Hintergründe und Analysen aus der EU gleich in The Brief from Brussels, hier bei Euronews. Diese Woche auf Euronews. Dubai, eine Stadt, die neues Denken und Wohlsein miteinander verbindet. Hier fließen Einfälle und Ideen zusammen. Dubai ist eine Brücke zwischen Kulturen und Kontinenten. Any person which is resident today in the UAE has embedded these kind of humanitarian aspects. Die Geschichten, die Dubais Zukunft bestimmen, sehen Sie in unserer Sendung Fokus auf Euronews und euronews.com. Die EU will bis zum Jahre 2050 jegliche Umweltverschmutzung unterbinden. Wie weit sind wir von diesem Ziel entfernt? Die Antwort leider noch sehr weit. Ein Beispiel findet sich hier in der süditalienischen Metropole Taranto. Das ist Ilva, das größte Stahlwerk Italiens, Teil der ArcelorMittal-Gruppe, aber mittlerweile hält auch der Staat wieder bedeutende Anteile und eine Stimmenmehrheit. Jahrzehntelang stieß Ilva Dioxin und andere hochgefährliche Umweltgifte aus. Diese Kinderärztin aus Taranto sagt uns, dass das staatliche Gesundheitsinstitut vor 2 Jahren in einer Studie herausgefunden hat, dass zum Beispiel Kinder, die nahe an Schwerindustriestandorten wie Ilva leben, einen Intelligenzquotienten von 10 Punkten weniger haben als Kinder, die nicht an einem solchen Ort leben. Hanno una riduzione di quoziente intellettivo di circa 10 punti. Bis 2012 war das Stahlwerk 17 Jahre in Privatbesitz. Die beiden ehemaligen Besitzer wurden am Montag von einem italienischen Gericht in erster Instanz zu 20 bzw. 22 Jahren Haft verurteilt wegen krimineller Umweltverschmutzung. Aber das Werk läuft weiter, die Arbeitsplätze werden gebraucht. Wir müssen dieses Leid endlich und endgültig aus der Welt schaffen, so dieser Umweltaktivist. Mit Hilfe von Regionalfördergeldern der EU eine ökologische Wende einleiten. Mindestens 5 Milliarden Euro werden hier gebraucht, um die Arbeitsplätze von Ilva in nachhaltige und zukunftsfähige zu verwandeln. A Taranto per reimpiegare i lavoratori dell'Ilva e riavviare il futuro della città su un progetto realmente sostenibile. Nicht nur die Stadt Taranto und ihre Bewohner und die Arbeiter von Ilva zahlen einen hohen Preis, das tut auch das italienische Gesundheitssystem, das für die vielen Krebspatienten aufkommen muss. So gesehen ist eine gesunde Umwelt auch gut für die öffentliche Hand. Luftverschmutzung allein ist für 400.000 Todesfälle pro Jahr in Europa verantwortlich, so diese Expertin. Das muss nicht sein. Wenn es uns gelingt, die Kosten für das Gesundheitssystem und letztlich auch für den Steuerzahler den Menschen verständlich zu machen, wird es meiner Meinung nach mehr Unterstützung für eine Politik seitens der EU geben, die das wirklich angeht und zum Besseren verändert. That actually address and reduce health impacts from the European Union. Die aktuelle grüne Woche der EU ist nicht zuletzt auch dafür da, den Sinn der Menschen in Europa dafür zu schärfen, wie gemeinsam eine Umwelt ohne Gift und Schadstoffe geschaffen werden kann. Auch hier in Taranto. Dieses Programm gibt es als Video on Demand auf euronews.com und auf unseren mobilen Apps. The calculations say us that if we take care of the ocean, then 2050, we are going to have seafood from the ocean 6 times more than the seafood we are getting now. We have to modify the way
we deal with the ocean of being mostly about extraction and not production. Reform how we collect and process the garbage used in the sea, in our transportation, in our fishing, is really very important. We ask and encourage other countries to join us with 2030 as their timeline, so that we'll have all national waters sustainably managed by 2030. Samstag auf Euronews. Wollen Sie Ihre eigene Firma gründen? Business Planet stellt Ihnen Unternehmer vor, die Ihre Träume verwirklicht haben. Neue Unternehmer entwickeln ihre eigene Firma sowie Arbeitsplätze. Tipps und Tricks für mehr Erfolg. Wir sprechen über Internationalisierung, über Innovation. Es ist ganz einfach. Erfolgsgeheimnisse für Ihr Kleinunternehmen. Thema in Business Planet auf Euronews und euronews.com. Die Stadt Tulsa im US-Bundesstaat Oklahoma erinnert an das Massaker vor 100 Jahren. Papst Franziskus verschärft kanonisches Recht. Kindesmissbrauch gilt ab Dezember als Straftat. Offensive gegen Korruption in Europa. EU-Staatsanwaltschaft nimmt Arbeit auf. Karl-Heinz Rummenigge gibt seinen vorzeitigen Rücktritt als Vorstandsvorsitzender des FC Bayern München bekannt. In der US-amerikanischen Stadt Tulsa wird des gleichnamigen Massakers vor 100 Jahren gedacht. An der Zeremonie nimmt auch US-Präsident Joe Biden teil. Der Präsident hat den Kampf gegen den Rassismus in den USA zu einem der zentralen Anliegen seiner Präsidentschaft erklärt. Das Blut findet keine Ruhe. Man kann das Blut nicht verdecken, indem man versucht, eine Touristenveranstaltung aus einer Tragödie zu machen. Man kann das Blut nicht verdecken und von Versöhnung sprechen, wenn es nie Versöhnung gab. Tulsa war eine von vielen Bluttaten. Am 31. Mai und 1. Juni 1921 hatten Mobs weißer Angreifer in Tulsa unzählige von Schwarzen betriebene Unternehmen zerstört. Hunderte Afroamerikaner wurden getötet, ebenso viele verletzt. Nach dem Pogrom wurden die Verantwortlichen lange nicht zur Rechenschaft gezogen.
Die Aufarbeitung begann erst Jahrzehnte später. Nach 14 Jahren der Vorbereitung hat die katholische Kirche ihr Strafrecht, das kanonische Recht, geändert. Neu aufgenommen wurde ein Artikel, der Missbrauch durch Priester und Darstellungen sexueller Gewalt betrifft. Kindesmissbrauch gilt damit künftig nicht mehr als Verstoß gegen das Zölibat, sondern als Straftat. Der Tatbestand des Kindesmissbrauchs wird nun als Straftat gegen die Würde einer Person formuliert. Der neue Kanon 1398 umfasst nicht nur Handlungen, die von Klerikern begangen werden, die der Kongregation für die Glaubenslehre unterworfen sind, sondern auch Vergehen dieser Art, die von Nichtklerikern und Laien begangen werden. Die wichtigsten Änderungen zielen darauf ab, große Mängel im Umgang der katholischen Kirche mit sexuellem Missbrauch zu beheben. Anerkannt wird nun, dass auch Erwachsene Opfer von Priestern werden können, die ihre Autorität missbrauchen. Der Begriff sexueller Missbrauch fehlt im kanonischen Recht. Stattdessen ist von einer Straftat gegen das sechste Gebot die Rede, das Ehebruch verbietet. Explizit verboten ist jetzt die Priesterinnenweihe. Sie wird als Straftat gegen die Sakramente geführt, wenn die Verordnungen am 8. Dezember in Kraft treten. Den entsprechenden Rechtserlass namens Weidet die Herde Gottes unterzeichnete der Pontifex an Pfingsten. Die Europäische Staatsanwaltschaft in Luxemburg hat ihre Arbeit aufgenommen. Ein bedeutender Schritt im Kampf gegen Korruption und Betrug in der EU. An der Spitze der neuen Behörde steht die ehemalige Antikorruptionsstaatsanwältin Rumäniens, Laura Codruta-Kövesi. Ihr Mandat, die Ermittlung und Verfolgung grenzübergreifender Verbrechen der Großkriminalität in den teilnehmenden Mitgliedstaaten, unabhängig von den nationalen Behörden. Wir haben heute die ersten Fälle registriert. Sie kommen aus Deutschland und aus Italien. Die delegierten europäischen Staatsanwälte setzen nun ihre Ermittlungen dort fort. Wir sind also jetzt in der Lage, zu Verbrechen zu ermitteln, die in unsere Kompetenz fallen. Allerdings ist die Behörde noch nicht vollständig. Die euroskeptische Regierung Sloweniens unter Ministerpräsident Janša weigert sich bisher, einen Staatsanwalt zu delegieren. Ein klarer Fall von mangelnder Zusammenarbeit und ein Eigentor, meint die Chefin. Es ist uns bewusst, dass wir nicht alle Fälle übernehmen können, die aus Slowenien auf uns zukommen. Damit bringt die slowenische Regierung uns in eine schwierige Lage, denn wir werden den Grad an Schutz vor Korruption nicht erhöhen können. Im Gegenteil, er wird sinken. Die EU-SDA ist im Falle Sloweniens gehandicapt. Fünf EU-Mitgliedstaaten, Ungarn, Irland, Polen, Schweden und Dänemark, haben sich gegen eine Teilnahme an der Behörde entschieden. Die EU-Kommission drängt bei den fünf auf ein Umdenken, zumal in den kommenden Jahren fast 2 Billionen Euro an Investitionen zum Wiederaufbau der europäischen Wirtschaft fließen werden. Dazu der EU-Justizkommissar. Wenn mehr Geld schneller und mit mehr Flexibilität verteilt wird, steigt natürlich das Risiko von Korruption und Betrug. Da ist es schon sehr wichtig, den EU-Haushalt, finanziert vom Steuerzahler, entsprechend zu schützen. Das sollten die fünf einsehen. Die Europäische Staatsanwaltschaft erwartet, in den nächsten Jahren in mindestens 3000 Fällen tätig zu werden. Eine neue Stahlwand, ähnlich dem Bau an der Grenze zwischen den USA und Mexiko, blockiert häufig benutzte Übergänge entlang des Evros-Flusses. Wachtürme werden mit Fernkameras, Nachtsicht und Hochtechnologiesensoren ausgestattet. Die Mauer am griechischen Grenzfluss Evros zur Türkei, seit Oktober 2020 in Bau, nimmt Gestalt an. In den ruhigen Monaten der Coronavirus-Pandemie wurden an der 200 Kilometer langen Grenze zahlreiche physische und experimentelle neue digitale Barrieren installiert und getestet, um die illegale Einreise von Menschen in die Europäische Union zu verhindern. Der Leiter der Grenzschutzbehörde der Region: Wir sind bereit, unsere neuen Überwachungssysteme liefern ein klares Bild vor der Grenze, und wir sind bereit, unsere Streitkräfte auf unserer Seite an die Stellen zu lenken, in denen ein Massengrenzübertritt versucht werden könnte. Mit neuen Systemen wie der Schallkanone und gepanzerten Fahrzeugen können wir sie daran hindern. In den 5 Jahren bis 2020 waren insgesamt 1,2 Millionen Geflüchtete von der Türkei nach Griechenland gelangt. Ein Europaabgeordneter der Piratenpartei,
Was wir an den Grenzen und bei der Behandlung von Ausländern sehen, ist oft ein Testfeld für Technologien, die später auch bei Europäern eingesetzt werden. Wie sehr sich die Stimmung in der lokalen griechischen Bevölkerung nach anfänglicher Sympathie gegen die Geflüchteten gedreht hat, offenbarte sich vor gut einem Jahr. Am Evros entzündete sich eine schwere Krise zwischen der EU und der Türkei. Nachdem der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan verkündet hatte, die Grenze nach Griechenland werde geöffnet, strömten tausende Menschen ab Ende Februar 2020 an den Grenzübergang Kastanis. Der Direktor der Gemeindeverwaltung von Poros und Feris: Wir haben einen Nachbarn, der immer aggressiv ist, und wir sind immer in Verteidigungsposition und müssen etwas tun, um uns zu verteidigen. Karl-Heinz Rummenigge tritt vorzeitig von seinem Amt als Vorstandsvorsitzender des FC Bayern München zurück. Er wird seine Arbeit am 30. Juni beenden. Sein noch bis zum Jahresende geltender Vertrag wird aufgelöst. Rummenigge sagte, es sei der so wörtlich strategisch sinnvollste und logische Zeitpunkt, seine Arbeit zum Abschluss des Geschäftsjahres zu beenden. Der 65-Jährige war seit 2002 Vorstandsvorsitzender der FC Bayern München AG. Sein Abschied steht seit langem fest, ebenso dass Oliver Kahn seine Nachfolge antritt. Der frühere Torwart ist bereits seit Januar 2020 Vorstandsmitglied. Den Auftakt der UN-Dekade der Ozeanforschung für nachhaltige Entwicklung hat in Berlin Bildungsministerin Anja Karliczek zusammen mit dem Wissenschaftsjournalisten Ranga Yogeshwar gegeben. Das Motto lautet: Den Ozean schaffen, den wir brauchen, und den Ozean, den wir wollen. Es ist Zeit für eine Revolution der Ozeanforschung. Die Ozeandekade wird inklusiv sein und Fachwissen auf allen Ebenen einbeziehen, einschließlich des wichtigen indigenen Wissens. Wir wollen, dass die Menschen, die sich mit den Meeren beschäftigen, auf der ganzen Welt mitarbeiten. Von Kap Verde meldete sich die Meeresbiologin Ivanis Monteira Silva. Ich leite die Laboratorien des Ozeanforschungszentrums Minello. Als Ergebnis der Ozeandekade wünsche ich mir, dass die Menschheit sich der Bedeutung der Ozeane für unsere Erfahrung auf der Erde bewusster wird, indem wir die Ressourcen des Ozeans erforschen und uns vor Augen führen, dass wir Teil der Natur sind und nicht deren Besitzer. Aware that we are part of the nature and not its owners.